Es ist ein Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Es ist eine Partie, die es in sich haben könnte. Gleich geht's hier los mit Tottenham Hotspur gegen Chelsea. Willkommen in London, willkommen im Tottenham Hotspur Stadium. Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Tottenham Hotspur gegen Chelsea. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Wir kommen zur Aufstellung von Tottenham Hotspur. So, bei Ihnen sehen wir heute welche Formation, Buschi? Es wird auf dem Papier ein 5-2-3 eher ungewöhnlich, bietet aber spannende taktische Möglichkeiten. So wird Chelsea heute beginnen. Thiago Silva spielt zusammen mit Kalidou Koulibaly in der Abwehr. N'Golo Kanté steht neben Jorginho in der Mitte und Raheem Sterling ist ihr einziger echter Stürmer. Tottenham Hotspur sollte man auf der Rechnung haben und das nicht nur in der Premier League. Absolut, sehe ich genauso. Ist so einer dieser Clubs, bei denen exzellente Arbeit geleistet wird und das seit vielen, vielen Jahren. Grandiose Nachwuchsarbeit. Es geht los. Anstoß durch den FC Chelsea. Azpilicueta am Ball. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, abseits, richtig. Geht da voll in diesen Zweikampf. Es tut sich was im London Stadium, nämlich ein Tor. Es geht kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für West Ham. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 10 Minuten. Vielen Dank für das Update. In diesem Spiel wird Harry Kane eine wichtige Rolle spielen. Er hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Jetzt wird's gefährlich. Schöne Aktion. Jungmitson. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. So, jetzt die kurze Variante. An den Pfosten und dann ins Tor aus. Im Augenblick ist Tottenham hier bei der Ballbesitzstatistik die stärkere Mannschaft. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung.
Aktuell haben sie den Ball nicht. Jetzt ist erstmal die Abwehr gefragt. Da passt Lloris auf, aber wirklich schwer war es auch nicht. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Im Parallelspiel gab es stark gemacht, das könnte was werden. Lloris hält diesen Ball, das war nicht einfach, das war eine Riesenchance. Jetzt der Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Machen sie konsequent da hinten. Sie holen sich den Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Son. Ball jetzt bei Kane. Oh, viel Platz jetzt. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen. Er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ecke kommt in den 16er. Wird Abschluss geben jetzt. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ah, da wäre jetzt Platz. Tor für Chelsea. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Tottenham ist also in Rückstand geraten, ist nicht der erhoffte Spielverlauf hier. Pause, die erste Spielhälfte ist zu Ende hier im Tottenham Hotspur Stadium. Raheem Sterling konnte im ersten Durchgang überzeugen, oder? Wie siehst du das? Dass sie hier in Führung liegen nach Durchgang 1, ja, sie wissen... Tottenham ist mit einem Tor hinten, mal sehen, wie sie jetzt nach der Pause hier auftreten. Gutes Tackling. Jorginho. Havertz. Sterling. Sichere Parade. Ecke kommt rein. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Kane. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiter hinten. Ball soll jetzt zu Sterling. Das macht er gut, den Ball hält er fest.
Es gibt einen Treffer im Emirates Stadium. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Arsenal. Schütze des Tors ist Thomas Partey. Was für ein Weitschuss. Da sieht man mal, was der für eine Power im Fuß hat. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 59 Minuten. Vielen Dank für das Update. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Giovanni Lo Celso. Ah, das macht Moni natürlich. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Harry Kane. Und jetzt hat Thiago Silva den Ball. Es tut sich was im London Stadium, nämlich ein Tor. Es geht kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für West Ham United. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da ist der Ball weg. Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbrechen mussten. West Ham United hat also getroffen. Sie führen mit 2:0. Da haben sie jetzt den Ball. Im London Stadium ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für West Ham. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 87 Minuten. Vielen Dank für die Info. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance. Kein Tor, Wolf. Unfassbar. Ivan Perisic kommt in die Partie. Giovanni Lo Celso. Da kommt der Schlusspfiff. Chelsea hat die Partie gewonnen. Beide waren hier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Umso größer ist jetzt die Freude über diesen knappen Ligasieg. Das hätte auch anders ausgehen können. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.